war schön. Sie war charmant. Sie war irgendwie anders als die anderen Frauen. Und als du sie das erste Mal gesehen hast, wusstest du, dass du sie kennenlernen möchtest. Wieso hast du es nicht geschafft, dass ihr jetzt zusammen seid? Entweder sie meldet sich nicht mehr oder ihr hattet irgendwie ein paar Dates, aber dann ist es nie weitergegangen als das und du willst sie aus dem Kopf bekommen, damit du irgendwie mal loslassen kannst. Du weißt nicht, wie du es schaffen kannst, dass Frauen mit dir eine so wunderschöne Zeit haben, dass sie sich von dir angezogen fühlen. Das sind die Fragen, die wir heute klären werden. Wir haben nämlich heute in diesem brandneuen Format 3 Fragen von euch eingesendet bekommen. Per Sprachnachricht auf die Nummer, die du hier unten eingeblendet siehst und auch in der Beschreibung findest. Schick da einfach per WhatsApp eine Sprachnachricht an uns mit etwa 30 bis 45 Sekunden Länge und stell dort deine Frage, die wir hier in der Show auf YouTube beantworten werden. Das Ganze ist ganz anonym. Du musst überhaupt nicht deinen Namen angeben, nichts. Wir müssen nur hier in der Show nicht nur die Frage sehen, sondern wir wollen auch deine Energie dabei hören. Denn sehr viel davon, wie wir bei Frauen ankommen, hat einfach mit unserer Energie, mit unserer Ausstrahlung zu tun. Und deine Ausstrahlung ist der erste Step, den ich brauche, damit du hier eine richtig, richtig geile Analyse bekommst, die du sonst nirgendwo im Internet bekommst. Nämlich wirklich persönlich auf deine Situation und das total anonym. Also, sende deine Sprachnachricht hier unter dem Video in der Beschreibung an diese Nummer mit deiner Frage und dann klären wir sie hier in der Show. Wir haben schon die ersten 3 Fragen, das wird richtig geil. Ich freue mich auf dieses neue Format. Gerade angekündigt, Makako, sehr geil, dass du wieder dabei bist. Du kannst gerne loslegen mit der ersten Frage. Ich habe letzte Woche in unsere Community reingeschrieben, wo unsere Fans drin sind und die Leute, die uns verfolgen, uns doch einfach mal ihre Fragen einzusenden. Hab mir ja überhaupt nichts dabei gedacht, dachte, kommen vielleicht 1, 2 Fragen rein. Wir haben so viele Fragen jetzt reinbekommen, dass wir das wahrscheinlich heute gar nicht alles auseinandernehmen können. Aber ich freue mich, dir die erste Frage jetzt präsentieren zu dürfen. So, und dadurch, dass ich jetzt keinen aussuche, sagst du einfach, stopp, ich suche irgendeine aus. Stopp. Okay, you're ready. Go. Vor etwa einem Jahr habe ich eine Frau kennengelernt, wo ich echt dachte, dass sie die richtige sei. Und obwohl wir beide eine gegenseitige Anziehung verspürt hatten, hatte es damals aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Hauptsächlich, weil ich Fehler gemacht hatte und nicht bereit war. Ja, wie dem auch sei. Seitdem vergleiche ich jede neue Frau mit den Gefühlen von der damaligen Frau. Und meine Frage lautet nun, wie bekomme ich sie A aus meinem Kopf raus und B, wie schaffe ich es, die damaligen Gefühle nicht direkt auf eine neue Frau zu projizieren? Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Sehr gut. Also die erste Frage, wie bekomme ich diese Frau aus meinem Kopf raus? Und die zweite, wie schaffe ich es, diese Gefühle nicht auf die nächste Beziehung rauf zu projizieren? Okay. So, als erstes wollen wir einmal hinterfragen, ob es denn überhaupt so was Schlimmes ist, dass diese Frau noch in deinem Kopf rumspukt. Viele Menschen gehen davon aus, dass eine Beziehung nur dann wirklich funktionieren kann, wenn es einen klaren Cut gibt zwischen der früheren Beziehung und der jetzigen Beziehung. Die allermeisten Menschen haben allerdings auch keine gute Beziehung zu ihren Ex-Freundinnen oder zu ihren Ex-Partnern. Die allermeisten Menschen haben eher das Ganze ging im Streit auseinander oder in einer Enttäuschung und der neue Partner möchte auch nicht so, dass du mit der alten Frau oder dem alten Mann in Kontakt bleibst. Romantik bedeutet, dass du in jeder Zeit, in jeder Phase, in der du mit einem Menschen zusammen Zeit verbringst, etwas Wunderschönes an diesen Momenten finden kannst. Romantik bedeutet deswegen auch nicht, dass du Blumen zum ersten Date mitbringen musst oder dass du ganz schmierig irgendwelche Songs ihr vorm Fenster abspielen musst, um sie zu erobern oder sowas. Das sind ganz spezifische Bilder, die uns Hollywood in den Kopf gesetzt hat, was Romantik sei.
Aber Romantik ist im Grunde nichts anderes, als in jedem Augenblick etwas Schönes an dem Augenblick zu finden. Ich gebe dir ein Beispiel. Romantisch kann es sein, wenn du auf einem Date ein Kleeblatt einfach pickst und sagst, oh, ist nur ein dreiblättriges, warte, das ändern wir, reißt das eine in der Mitte durch, hier, ich wünsche dir alles Gute. Das kann auch schon romantisch sein. Eine kleine Geste, die dem anderen einfach sonst nicht aufgefallen wäre. Es zeigt nicht, dass du Geld ausgegeben hast für Rosen. Es zeigt, dass du die Schönheit in jedem Moment siehst. Und das gibt einer Frau sehr viel Sicherheit. Das gibt nämlich ihr das Gefühl, dass du auch in ihr jederzeit das Schöne sehen kannst. Dass du sie immer lieben wirst, ohne dass du ihr hinterherrennen musst. Weil sie weiß, selbst wenn sie mal alt und runzlig ist, dieser Mann, der ist einfach anders als die anderen Männer. Der findet immer irgendwas Positives, irgendwas Schönes. Das ist ein sehr anziehendes Mindset. Und zurück zu dieser Frage zu kommen von dir. Die Frau muss nicht aus deinem Kopf verschwinden. Es gibt so viele schöne Dinge, die du mit ihr erlebt hast, oder? Wenn du zurückdenkst an die Momente, wo ihr gemeinsam dagelegen seid, wo ihr wirklich gekuschelt habt, wo es schön war zwischen euch beiden, wo ihr intim ganz, ganz, ganz schöne Sachen miteinander geteilt habt, die du sonst mit anderen Menschen nicht teilen würdest. Möchtest du diese Sachen auch aus deinem Kopf verbannen? Makako, würdest du solche Sachen gerne aus deinem Kopf verbannen? Nein, überhaupt nicht. Das sind ja die Schätze meines Lebens. Ja. Die Erinnerung, die ich mir selbst kreiert habe mit einer anderen Person. Warum soll ich die verlieren wollen? Ja. Ich finde das Schlimmste, also meine größte Furcht ist, irgendwann alt zu werden und dement zu werden. Alles Schöne, was ich erleben durfte, alles Schöne, Schlechte, alle Erfahrungen zu verlieren. Nicht mehr zu sein. Das wäre meine größte Furcht. Und selbst dann, wenn du die Angewohnheit hast, wenn du zu dem Mann geworden bist, der das Schöne in jedem Augenblick finden kann, dann kannst du selbst mit Demenz das Schöne im Hier und Jetzt finden, auch ohne die Erinnerung von damals. Sehr gut gesagt. Die meisten Menschen versuchen, das Schlechte aus dem Fenster zu werfen, weil sie zu viele negative Konnotationen damit für sich selber, fürs Hier und Jetzt verbinden. Aber das Hier und Jetzt und das Damals sind zwei getrennte Zeitebenen. Wir haben ungefähr alle 7 Jahre, das ist medizinisch erwiesen, alle 7 Jahre verändern sich alle Zellen in unserem Körper, also im Laufe der 7 Jahre verändern sich sowieso alle Zellen, aber alle 7 Jahre ist jede alte Zelle deines Körpers wieder verändert. Das bedeutet also Hautzellen, Organzellen, alles. Innerhalb von 7 Jahren bist du wortwörtlich ein anderer Mensch, weil nichts von dir mehr da ist, was mal da war. Das sind elektronische Impulse, die sich gespeichert haben im Kopf und das sind Erinnerungen, aber deine gesamte körperliche Masse ist jetzt neu. Das ist ziemlich verrückt zu wissen. Du bist nicht mehr der Alte. Wenn du dich also verändern möchtest, dann kannst du das. Du hast jeden Tag die Gelegenheit dazu. Und die alten Erinnerungen, die müssen nicht jetzt dein neues Leben bestimmen. Das, was du vielleicht vergessen möchtest, sind die negativen Aspekte dieser Erinnerung. Aber wenn du mal ganz ehrlich bist, wie viele Aspekte dieser Beziehung waren wirklich negativ und wie viele waren wirklich positiv? Wie viele schöne Momente gab es in dieser Beziehung? Wenn sie dir nicht aus dem Kopf geht, weil, wie du gerade gesagt hast, weil sie dir echt gefallen hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da mehr negative Sachen waren als positive. Wir reden ja nicht von einer destruktiven, toxischen Beziehung. Sie hat dir ja sehr gefallen. Darum solltest du sie auch nicht vergessen. Lass uns stattdessen eine Lösung hier anwenden, die viel positiver für deine nächste Beziehung ist. Und das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für diese Beziehung, für diese Erfahrungen, die du mit ihr gehabt hast. Geh wirklich in diese Dankbarkeit hinein und such die Dinge, für die du dankbar bist an ihr. Ich gebe dir vielleicht einen Tipp, schreib vielleicht sogar einen Brief an sie, den kannst du ihr abschicken oder nicht, wo du wirklich alle Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist während dieser Zeit, die ihr gemeinsam hattet. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, einem anderen Menschen Hallo zu sagen, eine Frau anzusprechen, es sich zu überwinden, einen fremden Menschen in sein Leben zu ziehen, anzuziehen, Anziehung zu erzeugen, weil sie Schwierigkeiten haben damit, etwas zu beenden. Sie können Dinge nicht anfangen, weil sie Dinge nicht loslassen können.
Wenn du viel geübter und graziler und weiser damit umgehst, mit diesen stetigen Kommen und Gehen, die das Leben dir bietet. Ja, ich möchte jetzt nicht zu so tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das sind einfach nur Erfahrungen, die wir jetzt seit über 10 Jahren im Coaching immer wieder erlebt haben, die ich den Männern im Coaching weitergebe, die wir in der Flirt Masterclass ganz groß schreiben und die ich auch in meinen eigenen persönlichen Beziehungen zu Frauen immer groß schreibe. Und die haben mich dahin gebracht, dass ich noch sehr viele positive Beziehungen zu Frauen führe, mit denen ich sonst nicht mehr in Kontakt gewesen wäre, weil diese Beziehung vorbei war. Gerade vor ein paar Tagen hat mich eine Frau hier besucht, eine gute Freundin, mit der ich vor 11 Jahren mal eine kleine Affäre hatte. Vor 11 Jahren. Und wir sind immer noch in sehr gutem Kontakt. Und ist gerade vor ein paar Tagen hierher geflogen. Und da rufst du mich nicht an? Das liegt daran, dass wir noch unsere eigenen Abenteuer schreiben werden, Makako. Und damit sind wir auch beim nächsten Kapitel. Die nächsten Abenteuer, die werden noch geschrieben. Wenn du an den alten Abenteuern festhältst und sagst, oh, das war so toll damals, das war so toll, dann lebst du in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Es war schön. In jedem Moment, in dem du eine neue Ära, eine neue Phase, ein neues Kapitel mit einer Frau schreibst, denk dir das Ganze doch als die neuen Geschichten deines Lebens, die du jetzt gerade schreibst. Das heißt, das hier wird die Vergangenheit werden. Macht das so mehr Sinn? In jenem Moment solltest du nicht versuchen, die Vergangenheit zu vergessen oder in die Zukunft hineinzublicken, was du dann in der Zukunft haben wirst oder nicht haben wirst. Schreib in jedem Augenblick die Geschichten von morgen. Das heißt, das ist geil. Du möchtest, dass jede Erinnerung eine schöne ist und dass du in deinem Buch der Erinnerungen gerne zurückblätterst, sodass auch sie gerne zurückblättert in diesem Buch der Erinnerungen. Das ist es, was euch auch ewig aneinander binden wird, auf eine positive, angenehme Art. Und um ein schönes Kapitel zu schreiben, um da den Punkt zu setzen, sodass wenn du in diesem Buch zurückblickst, damit auch der letzte Satz sich schön anhört und du denkst dir, ah, oh, das war eine schöne Zeit, muss das Ganze mit Dankbarkeit enden. Du kannst den letzten Satz nicht mit Frustration oder mit Angst oder mit Trauer beenden. Der letzte Satz muss ein Hauch von Dankbarkeit in sich tragen. Ansonsten wirst du dich nicht, das ist allein auf psychologischer Ebene haben wir den Recency-Effekt. Das, was als letztes passiert ist, daran werden wir uns am meisten erinnern. Ja, Primacy und Recency-Effekte sind diese Sachen, an die wir uns am meisten erinnern. Wenn ich dir jetzt eine Liste gebe, ich gebe dir gerade eine Liste an 10 verschiedenen Dingen. Hund, Auto, Geldbörse, Playmobil, Lego, Bordsteinkante, Gehirn, Kette, Fahrzeug, Autobahn. Was war das letzte Wort? Korrekt. Was waren die anderen 10 Wörter? Jetzt wird's schwieriger, gell? Das letzte Wort, an das können wir uns am besten erinnern. Das ist der Recency-Effekt. Und das letzte in diesem Kapitel ist das, woran du und sie sich erinnern werden. Deswegen ist es so wichtig, dass du in jedem deiner Kapitel mit Frauen darauf Acht gibst, dass es eine schöne Geschichte ist. Es geht nicht darum, ihre Nummer zu bekommen, dich nicht zu blamieren, sie zu erobern, weil sie so toll ist. Nein, es geht nur darum, mit ihr eine schöne Geschichte zu schreiben, sodass du dich im Schönen daran zurückerinnern kannst. Und das bedeutet, du weißt auch, dass diese Geschichte irgendwann enden wird. Das müssen wir wissen. Selbst wenn ihr heiratet, alt werdet, Kinder bekommt und irgendwann in einem hohen Alter von 90 irgendwann mal diesen Planeten verlassen werdet. Es wird irgendwann vorbei sein. Und zu wissen, dass es irgendwann vorbei sein wird, ob es in 90 Jahren sein wird oder in 90 Jahre, je nachdem, wenn du 40 bist, dann würdest du 130 Jahre alt werden. Hey, wünsche ich dir auch. Aber hey, ob es jetzt irgendwann in 60 Jahren vorbei sein wird oder es nur für diesen einen Augenblick ist, während du dieser Frau gerade Hallo sagst und ihr sagst, dass sie echt, echt charmant in diesem Kleid aussieht und dass du das ihr nur sagen wolltest und dich jetzt wieder verabschiedest. Völlig egal, wie lange diese Begegnung sein wird, sie wird irgendwann beendet sein. Und deswegen ist das Wichtigste, dass du sie einfach nur als schöne Geschichte schreibst. Das gibt einem unglaublich viel Freiheit, unglaublich viel Unabhängigkeit, macht dich viel sexier, viel attraktiver für jede Beziehung, für jede Frau. Und um deine Frage zurückzukommen, wie soll ich sie vergessen? A, haben wir es gerade schon gesagt, du solltest sie nicht vergessen. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Du sollst dich im Positiven an sie zurückerinnern. Ja? Geh in die Dankbarkeit für diese Erfahrung. Und wie solltest du
für die neue Beziehung diese Emotionen nicht mit reinholen. Naja, wenn die Emotionen gut sind, wenn die Emotionen voller Dankbarkeit gefüllt sind, dann ist doch auch in einer neuen Beziehung, wenn du in diese neue Beziehung Dankbarkeit reinbringst, dann wird dich das umso attraktiver machen. Stell dir mal vor, du redest mit einer Frau und sie fragt dich, erzähl mir mal was von deiner letzten Beziehung. So, wie lange wart ihr zusammen? Wie ist das Ganze auseinandergegangen? Übrigens eine sehr gute Frage, die du auch Frauen stellen solltest. Weil wenn du möchtest, dass du eine Partnerin findest, mit der du eine lange oder positive, gesunde Zukunft hast, wenn sie auch nur für ein paar Monate ist, weil du mit ihr eine kleine Affäre möchtest oder eben die Beziehung für den Rest deines Lebens, dann ist es immer eine gute Frage, wie sind denn ihre letzten Beziehungen auseinandergegangen? Ist sie denn im guten Kontakt mit ihnen oder sind die beiden im Positiven auseinandergegangen? Sehr wichtig, weil, hey, wenn du mit ihr zusammen sein solltest, dann möchtest du ja auch, falls es beendet wird, dass es dann positiv auseinandergeht. So, sollte sie dir diese Frage dann auch zurückstellen, dann ist es doch viel schöner, wenn du sagst, sie war echt eine tolle Frau. Ich bin echt dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Ja, irgendwie haben wir den Zug verpasst und in dem Kapitel, in dem ich war und in dem Kapitel, in dem sie war, hat das Ganze nicht ganz gepasst. Aber sie ist eine echt tolle Frau und ich wünsche ihr das Allerbeste. Gold. Beste Einstellung. Das wollen Frauen hören. Deswegen wollen Frauen auch, dass du, das habe ich oft gehört von Mädels, dass sie wollen, dass der Mann gut mit seiner Mama kann. Also, dass er ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Ja, warum wohl? Weil das natürlich auch sinnbildlich dafür ist, ob er ein gutes Verhältnis zu Frauen haben kann. Oder ob er irgendwie das Weibliche in seiner Mutter abstößt. Ja? Wenn du wirklich noch so ganz argen Groll gegenüber deinen Eltern haben solltest, dann solltest du dort auch mal in diese Kapitel reinschauen, ob es da nicht auch Gründe für Dankbarkeit gibt. Nicht unbedingt, weil du damit ihr Leben besser machst, sondern weil du dein eigenes Leben damit besser machst. Weil du dich damit unabhängiger machen kannst. Ja, diese Trotzreaktion, dieses, ich will weg von meinen Eltern oder ich will weg von dieser Frau, diese Frau hat mir schlecht getan, das führt dich nicht in einen gesünderen Mindset oder in eine gesündere Dynamik bei der nächsten Person. Das führt dich in eine Trotzreaktion, wo du ganz komische Dinge tust, die nicht wirklich aus deinem Willen heraus geformt sind, sondern aus einem Anti-Willen gegenüber anderen Menschen. Das heißt, auch wenn du unabhängig von anderen Menschen sein willst, wirst du immer abhängig sein von anderen Menschen, weil du ja immer versuchst, das Gegenteil zu tun von ihr oder von ihnen. Stell dir das mal vor. Ja, aber du rennst nicht auf ein bestimmtes Ziel zu, was dir gefällt, sondern du rennst von einem Ziel weg. Damit kommst du nie an das Ziel, was du gerne hättest. Du möchtest ja eine gesunde Beziehung. Das heißt, auch die letzte Beziehung hatte positive Aspekte. Schau sie dir an, sei dankbar dafür. Und Dankbarkeit ist ein essentieller Teil von diesen romantischen Kapiteln. Wenn du ein Kapitel beendest, dann ist es in Dankbarkeit. Eben deswegen, weil du dir dadurch viel mehr Möglichkeiten gibst, neue Kapitel zu beginnen. Männer, die Frauen nicht ansprechen können, können Frauen nicht loslassen. Lerne, wie du Frauen loslassen kannst und du wirst auch Frauen ansprechen können. Nächste Frage. Das ist so schön. Noch was, der schönste Nebeneffekt von Dankbarkeit ist, dass du nicht gleichzeitig Angst haben kannst. Ja, richtig. Wenn du gleichzeitig eine so starke Emotion wie Dankbarkeit verspürst, das haben auch Wissenschaftler festgestellt, während du Dankbarkeit verspürst, ja, das haben sie im EKG festgestellt, dann kannst du nicht gleichzeitig Angst verspüren. Diese beiden Gefühle können nicht gleichzeitig existieren. Das heißt, wenn du Angst hast, jemanden zu verlieren oder Angst hast, irgendeinen Fehler zu machen oder Angst hast, jetzt gleich irgendwas zu verbocken, wenn du sie ansprichst, dann geh in die Dankbarkeit. Weil in der Dankbarkeit haben wir keine Angst. Ja? Alright, nächste Frage. Nächste Frage. Ei, ei, Sir. Oh. Der Ronny. So, bin mal gespannt. Ready? Hallo, lieber Andy. Ich habe eine Frau kennengelernt und auf der Straße und mir ihre Nummer geholt. Und jetzt schreiben wir schon 2 Tage und ich würde sie gerne treffen. Aber ich weiß nicht, wo ich das Date planen soll. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr in eine Bar gehen soll oder irgendwie am Fluss spazieren. Und vor allem frage ich mich, ob ich eher bei mir das Date stattfinden lassen soll oder bei ihr. Weil ich habe Angst, dass wenn es bei mir ist, dass ihr der Weg zu weit ist und sie dann gar nicht kommen möchte. Sehr gute Frage, sehr leicht zu beantwortende Frage, denn die
die schönsten Kapitel, die kannst du dann schreiben, wenn es eine Story ist, in der ihr Sachen erlebt habt. Ja, das ist die schönsten Geschichten, die du so als Kinder gehört hast. Da ist ganz viel passiert, ja, so ein Abenteuer. Ein Abenteuer, wo ganz viel passiert, kann man nicht wirklich beim gemeinsamen Abendessen beim Italiener erfahren. Das ist ein sehr trockener Austausch, bei dem ihr über die Arbeit redet oder irgendwelche Smalltalk-Themen und ihr seid sehr steif am selben Ort. Ja. Gemeinsam etwas zu erleben, heißt es, ganz viele Eindrücke zu bekommen, verschiedene Eindrücke. Das heißt, so simpel sich das auch anhört, das beste Date ist tatsächlich ein Spaziergang. Weil du gehst mit ihr von A nach B und du hast ganz viele Eindrücke die ganze Zeit. Ja. Und wenn du das dann auch noch ein bisschen reinmixt mit, dass ihr Zwischenziele habt, wie zum Beispiel ihr nehmt einen Sixer Radler mit und ihr setzt euch dann an den Fluss und ihr wollt dann einfach mal ein paar Radler trinken und euch die Landschaft anschauen und danach geht es nochmal weiter und du lässt ihr ihren Lieblingsaussichtspunkt zeigen, dann erlebt ihr ganz viele Dinge auf dem Weg und dann bringst du sie vielleicht noch zu ihrem Auto oder zur Straßenbahn, zum Bus, wie auch immer. Dann habt ihr ganz viel miteinander erlebt und das Ganze hat auch ein Ende, weil du bringst sie zum Auto, das heißt, du setzt das Ende. Ja. Ich kriege meistens auf Dates dieses Feedback von einer Frau am Ende des Dates, dass sie mich fragt, werden wir uns wiedersehen oder okay, schreibst du mir oder okay, ja, schreib mir, ja, weil sie genau spürt, dass es bei mir nicht so ist wie bei den anderen Männern, dass ich ihr hinterher renne, dass ich unbedingt mehr brauche von ihr, sondern ich bin sehr wohl gewillt, einen Punkt zu setzen am Ende dieses Kapitels. Es ist ein wunderschönes Kapitel, wir haben sehr viel erlebt, es war mir sehr wichtig, dass wir sehr viel erleben und dass wir eine schöne gemeinsame Zeit haben. Ich gehe sofort in die Tiefe und ich erlebe sehr viel mit ihr. Wir küssen uns, wir halten Händchen, all das ist dabei. Aber zum Schluss setze ich einen Punkt und da ist nicht direkt to be continued. Da drin ist nicht sofort klar, dass wir uns wiedersehen werden, weil lass das Ganze sich einfach mal setzen. Ja, genieß dieses Kapitel, wie es jetzt gerade war. Und danach können wir wieder schreiben. Ja. Die meisten Männer können das nicht. Die reden dann direkt vom nächsten Mal oder ja, gehe ich jetzt zu ihr nach Hause, kommt sie zu mir nach Hause, wenn wir jetzt Sex haben, wie sollen wir Sex haben? Meine langjährigen Zuschauer und Leute in der Flirt Masterclass wissen ja, Makako, du weißt auch, dass ich sehr gerne Frauen auch den Druck wegnehme und mir auch den Druck wegnehme mit dem simplen Satz, wir zwei werden übrigens heute Abend nicht miteinander schlafen. Korrekt? Hast du bestimmt auch schon mal einer Frau gesagt, oder? Das habe ich auch schon mal gesagt. Was für einen Effekt hatte das? Lass mich rekapitulieren. Ich glaube, einmal hatte ich tatsächlich keinen Sex. Und das andere Mal? Doch schon. Die Frage ist, warum? Ich glaube, dann durch diese Frage entsteht die Frage in den Köpfen der Frauen. Warum denn nicht? Genau, warum nicht? Warum denn nicht? Genau, warum denn nicht? Ja. Und sie fängt an zu überlegen, wie ihr es doch haben könntet oder nicht haben könntet. Ja. Das Schöne ist, du nimmst diesen Druck weg. Dating hat so viel mit diesen Erwartungen zu tun. Oh, er muss richtig sein, ich muss mich hübsch machen. Ich will ihn ja auch irgendwie mal meinen Freund oder Familie vorstellen. Ich darf nicht am ersten Abend mit ihm schlafen, aber irgendwie ist er echt süß und ich würde das gerne machen. Bei ihr ist so viel Druck vorhanden, bei dir ist so viel Druck vorhanden. Du möchtest nichts falsch machen. Du möchtest sie auf jeden Fall aufs nächste Date wiedersehen, weil du wahrscheinlich die Erfahrung gemacht hast, dass Frauen nach dem ersten Date keine Lust mehr aufs zweite Date hatten. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir da echt mal anschauen, wie du mit Frauen umgehst. Ja, nicht nur in dem Date oder wo du das Date strukturierst, sondern wirklich mal, welchen Flirttyp du eigentlich hast, wie du mit Frauen umgehst, wie du mit Frauen flirtest. Weil diese Leichtigkeit, die stammt von der emotionalen Unabhängigkeit, die du in jeden Tag mit Frauen an den Tag legst. Und das Ganze kannst du nicht effektiv machen, sodass du dann auch die Frau deines Lebens findest, wenn du eben bei jeder Beziehung, bei jedem Date es alles richtig machen möchtest und du dort das perfekte Date haben willst oder eben, dass das Ganze bei Sex endet oder nicht. Nimm den Druck da raus. Das Ganze kann ein Spaziergang sein, wo ihr beide unter 10 Euro ausgebt. Total entspannt. Ja. Und zum Schluss verabschiedest du dich ganz höflich. Ja. Während dieser Zeit hast du all die Dinge gemacht, die für eine schöne, wunderschöne Begegnung wichtig sind. Ihr habt euch geküsst. Ihr habt Händchen gehalten, ihr seid in die Tiefe gegangen, ihr habt euch wirklich so kennengelernt, wie ihr sonst andere Menschen vielleicht nie kennengelernt habt.
Das können wir euch alles zeigen, das können wir euch beibringen. Das ist ganz easy, das machen die Männer bei uns in 10 Wochen in der Flirt Masterclass. Nicht, weil sie unbedingt eine Freundin dann haben wollen, das ist vielleicht am Anfang das erste Ziel, wenn sie in die Flirt-Typ-Charisma-Analyse kommen, aber sehr schnell lernen sie, wie schön die Geschichten sind, die sie entlang des Weges schreiben. Ja, all diese Dates, die sind so wunderschön, dass sie mit vielen Frauen in Erinnerung bleiben und vielen Frauen sich noch weiterhin treffen. Und dann merken sie, wow, anhand dieser Fülle an Frauen, die sich mit mir treffen wollen, anhand dieser Fülle habe ich jetzt ganz andere Karten in der Hand. Ich muss nicht sofort eine Beziehung haben, sondern es macht mir wunderschön Spaß, wie ich es jetzt gerade mache. Und jetzt kann ich mir Zeit nehmen, die richtige auszuwählen aus diesen Frauen, mit denen ich mich treffe. Und dann finden Männer eben nach manchmal ein paar Wochen, aber manchmal eben auch nach 3 Monaten, nachdem sie ganz viele wunderschöne Erfahrungen gesammelt haben und in diesen Geschichten ganz viele Frauen glücklich gemacht haben, die eine, wo sie auch wissen, weil sie sehr viele qualitative Zeit hatten, dass es die Frau fürs Leben sein könnte. Ja, ich kann euch gerade mal hier ein kurzes Video einblenden, ja. Also ich bin einfach gerade mega happy und bin so froh, dass vielleicht auch nur 1-2 Tipps mir vielleicht geholfen haben, um jetzt vielleicht eine mega geile Frau kennenzulernen und die Frau vielleicht fürs Leben. Von daher. Und das Coole ist, dieser Mann hat sich gerade vor ein paar Wochen verlobt mit dieser Frau. Das ist das Geilste der Welt. Er war vor über einem Jahr bei uns im Coaching und jetzt hat er sich mit ihr verlobt. Das ist doch das Ziel bei diesem Ganzen. Das wollen wir, dass du dieses Glück auch hast. Also wenn du möchtest, dass wir dir diese Angst nehmen und dass du mit jeder Erfahrung mit Frauen auch ein wunderschönes Kapitel schreiben kannst, das euch beiden in Erinnerung bleibt, ohne Angst, dann kommen die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Der Link ist in der Beschreibung oder hier oben und dann nehmen wir uns 45 Minuten Zeit für dich, um wirklich deine Situation genau anzuschauen, wieso du an dem Punkt bist, wo du bist und wie du da hinkommen kannst. Dann kriegst du deinen ganz persönlichen Leitfaden, wie du in 60 Tagen eine Freundin bekommen kannst oder eben ein glücklicher Single, weil du weißt, was du wert bist, ja? Und du weißt, wie du Frauen kennenlernen kannst. So. Ja, lass ein bisschen Klarheit reinbringen. Ein bisschen Klarheit in den Alltag. Weil wo Druck aufhört, kann Kreativität und Magie beginnen. Wohl wahr. Wohl wahr. Gerne die nächste Frage, wenn du ready bist. Nummern austauschen, wenn man in einem Club ist. Also letztens war ich in einem Club und habe da im Raucherbereich ein hübsches Mädel angesprochen. Und es war so, wir haben über eine Stunde zusammen geredet und dann habe ich sie nach ihrer Nummer gefragt. Es hatte wirklich dort in dem Bereich hatte es keinen Empfang, also sie konnte mich nicht zurück oder mich anrufen. Aber höchstwahrscheinlich hat sie mir die falsche Nummer gegeben von ihr. Jetzt ist meine Frage, war das vielleicht schon zu forsch oder hätte ich ausdrücklich darauf bestehen sollen, dass sie mit mir rauskommt und wir die Nummern so austauschen? Okay, gut. Also, vielleicht falsche Nummer bekommen, vielleicht antwortet sie nicht mehr, was ist da passiert? Zunächst mal beim Feiern gehen. Feiern gehen ist für Frauen, weil sie diese Unabhängigkeit normalerweise haben, ja, weil sie nicht nach einem Partner suchen, wenn sie feiern gehen, sondern wirklich, also wenn Mädels sagen, ich will einfach nur tanzen und mit den Mädels dann im Kreis dann auf der Tanzfläche stehen und tanzen wollen, das ist die Wahrheit. Die wollen wirklich einfach nur tanzen. Schwer vorzustellen für uns Männer, aber ja, sie haben da keine weiteren Ziele als einfach nur zu tanzen. Natürlich ist es angenehm, wenn sie dann auch Aufmerksamkeit bekommen von Männern, aber darum geht es nicht. Es geht darum, loszulassen. Für Frauen ist Tanz etwas ganz Wichtiges. Tanz ist dieses Loslassen von Erwartungen, von Druck, von diesem alles muss richtig sein und ich kann mich einfach nur in meinem Körper wohlfühlen und mich bewegen. Bewegung ist so wichtig. Bewegung ist die Essenz von Weiblichkeit. Ja, wo Männer ein Ziel haben und irgendwo hinwollen und es ist sehr stoisch, es ist so, hier bin ich, da will ich hin und wenn ich da bin, dann bin ich der Fels in der Brandung. Für Frauen ist das der Tanz, ist das die Bewegung. Natürlich, Frauen und Männer, das bedeutet nicht, dass alle Frauen gleich sind, bedeutet nicht, dass alle Männer gleich sind. Wir reden hier einfach vom tantrischen Modell von Maskulinum und Femininum. Ja, und beim Feminin ist Tanz ganz wichtig. Das heißt, ob du jetzt beim Feiern gehen ihre Nummer bekommen hast oder nicht,
ist nicht so wichtig, wie ob du beim Feiern gehen eine Connection mit ihr aufbauen konntest oder nicht. Denn das, was beim Feiern anders ist, als wenn du, sagen wir mal, in der Bücherei oder in der Cafeteria bei der Arbeit mit einer Frau dich unterhältst und ihr euch dann mal verabredet, beim Feiern ist alles mehr oder weniger wie eine Achterbahnfahrt. Es ist Disneyland. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach nur im Hier und Jetzt sein und genießen. Und so sollte es übrigens auch für dich sein. Denn wenn du feiern gehst, dann tust du es wahrscheinlich nicht, um zu feiern, sondern eben, um irgendwie cool dazustehen, eine Frau von dir irgendwie anzuziehen, dann da einen Drink zu haben und erstmal die Leute anzuschauen und wie James Bond dort zu stehen mit dem Drink in der Hand und zu gucken, dass irgendwann mal eine Frau zu dir rüberschaut und dann mit deinen Kumpels darüber zu reden. Aber das ist nicht feiern. Das ist sehr, sehr abhängig von anderen Menschen. Da bist du nicht im Moment, da bist du nicht du selbst. Ja, um wirklich loszulassen, darfst du es ruhig mehr machen wie Frauen und einfach als allererster auf die Tanzfläche gehen, wo keiner da ist und selber einfach mal abspacken. Selber einfach mal alles loslassen. Ich garantiere dir, der Mann, der sich das traut, der kommt bei Frauen viel besser an als der Mann, der immer noch an der Bar hockt und denkt, er wäre der Coolste. Aber das Ganze ist wie Disneyland, das Ganze macht einfach nur Spaß. Warum hat sie dann dir nicht geschrieben oder hat sie dir vielleicht die falsche Nummer gegeben? Nach dem Feiern, nach dieser wunderschönen Achterbahnfahrt, hat sie vielleicht realisiert, dass, ja irgendwie, von dem Mann weiß ich ja fast nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit ihm treffen sollte. Das war zwar cool dort, aber das war beim Feiern, das war Disneyland. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch gut ist für eine Beziehung, ob er gut genug ist für, dass er meine Familie kennenlernt, meine Freunde. Also da lasse ich lieber die Finger von. Auch einfach nur, weil in dem Kontext, in dem ihr euch kennengelernt habt, da habt ihr vielleicht die Hüllen fallen lassen, habt vielleicht sogar rumgeknutscht im Club. Das hilft dir nicht unbedingt weiter, wenn ihr im Club rumgeknutscht habt. Das ist zwar ganz schön, aber da gibt es auch Dinge, die du beachten solltest. Zum Beispiel Diskretion, das Ganze nicht vor ihren Freundinnen zu machen, sondern dann einfach an einem Ort zu sein, wo ihr auch euch untereinander frei entfalten könnt, ohne dass sie Angst hat, von anderen bewertet zu werden und verurteilt zu werden. Aber das sind nochmal andere Themen. So, eine tiefe Verbindung aufbauen. Das heißt, jeder Clubbesuch hat seinen eigenen Rhythmus. Wortwörtlich hören wir die Musik da oben und sie pumpt und sie pumpt und sie pumpt. Wenn du dich von dieser Achterbahnfahrt unterscheiden möchtest, dass du für sie in Erinnerung bleibst als etwas Besonderes, dann tut es zum Beispiel auch gut, wenn du nicht Teil dieses Rhythmuses die ganze Zeit bist. Natürlich am Anfang, da habt ihr alle Spaß, da seid ihr alle in demselben Rhythmus, ihr tanzt vielleicht miteinander und das ist sehr, sehr cool und aufregend. Aber da muss es einfach, es muss irgendwann diesen Switch geben zu einem entspannteren Rhythmus. Das heißt, irgendwann sagst du so, boah, hier ist mega heiß, komm, wir setzen uns mal da hinten hin, da können wir mal entspannt ein Gläschen Wein trinken. Und dann nimmst du sie an die Hand und ihr setzt euch irgendwo hin, wo ein bisschen weniger Tumult ist. Wo euch vielleicht auch ein bisschen weniger Leute stören, wo nicht die ganze Zeit irgendjemand dir gegen die Füße läuft. Und dort wechselst du komplett den Rhythmus. Du setzt dich zum Beispiel, das ist jetzt sehr, sehr spezifisch, mach das nicht genauso nach, wie ich sage, das ist einfach nur exemplarisch, damit du verstehst, was Rhythmen sind. Ja? Gesundheit, Makako. Was Rhythmen sind. Und wenn du dich zum Beispiel beim Tanzen in einem Rhythmus bewegt hast und alles war hey, 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 aber dann geht ihr da hinten hin und du setzt dich hin, dann setz dich doch einfach mal langsamer hin. Setz den Impuls, zeig, dass du anders bist, weil du dich nicht von allen anderen hin und her scheuchen lässt, sondern du setzt deinen eigenen Rhythmus. Du lebst nach deinem eigenen Rhythmus. Das ist sehr sexy. Das heißt, so bescheuert sich das auch anhört, setz dich einfach mal langsamer hin und sag, okay, so, Madame, erzähl mir ein bisschen von dir. Wer bist du denn? Ganz anderer Rhythmus, ganz andere Energie. Das zeigt ihr, okay, irgendwas ist jetzt anders. Wir machen mal den Vergleich. Du warst gerade beim Tanzen, okay, komm, wir setzen uns da hinten hin. Und dann setzt du dich hin und sagst, oh, so, okay, cool, erzähl mir ein bisschen was von dir. Das ist genau dasselbe. Das ist einfach nur Disneyland. Du bist einfach nur eine von vielen Achterbahnfahrten. Kein Unterschied. Fahr deinen eigenen Rhythmus. Zeig, dass du ihr, also dass sie dir auch wichtig ist, dass du sie kennenlernen möchtest. Damit du sie kennenlernen kannst, müsst ihr in eurer eigenen kleinen Welt sein, in eurer eigenen kleinen Bubble. Ja, das ist ein sehr intimer kleiner Raum, in dem ihr seid. Deswegen sagte ich vorhin auch Diskretion. Das ist der Raum, in dem ihr alleine sein könnt. Ich meine damit nicht unbedingt
einen physischen Raum, wo ihr alleine sein könnt, wobei das natürlich auch von Vorteil sein kann. Aber ich meine damit einen energetischen Raum, in dem du und sie weiß, was hier gerade passiert, da können die anderen gar nicht mitmachen. Das ist nur zwischen uns beiden. Und das ist Führung. Kannst du dazu auch noch, du hast da gerade einen Impuls dazu gehabt, Makako. Bitte. Das ist Führung. Das ist nämlich die Eigenschaft, Herr über Zeit und Raum zu sein. In dem Moment, für die Frau und für dich. Und das macht dich besonders. Vor allem an Orten, wo viele, viele andere Menschen sind. Auf Partys, in Clubs. Meinetwegen auch auf Events oder draußen im Park, wo viel Crowd ist, wo viele Menschen sind. Wenn du der eine bist, der in dieser Masse, aus dieser spezifischen Dynamik einen anderen Raum kreieren kannst, wo ihr beide euch wohlfühlt und euch entfalten könnt, dann bist du der Impulsgeber und hast die Führung übernommen, um diesen Raum zu erschaffen. Und das ist Magie. Ich bin heute in diesem Harry Potter-Modus. Ich spreche die ganze Zeit von Magie. Es ist aber auch magisch. Es ist nun mal auch magisch. Deswegen sagte ich am Anfang, die Vorstellung von Hollywood, dass sie uns ein bisschen auf die falsche Spur geführt haben, was Romantik angeht, das heißt nicht, dass es nicht Romantik auch gibt. In jedem Augenblick, das ist auch magisch. Du kannst mit Frauen jeden Tag wunderschöne Kapitel schreiben, die für dich ein komplett neues Leben beinhalten werden. Wo du für den Rest deines Lebens von zehren wirst und wirklich mit einem Lächeln irgendwann mal im Sterbebett liegst und sagst, boah, ich hab's genau richtig gemacht. Und hab mir meine Geschichten geschrieben. Genau. Du meldest, bildlich gesehen gehst du auf einen Marathon, läufst und sprichst eine Frau während des Marathons an, und ihr beide bleibt stehen und beobachtet Gänseblümchen, weil es gerade so schön ist. Ja. Die Geschichte sollst du schreiben. Und zwar so, dass sie, die sich 2 Jahre auf diesen Marathon vorbereitet hat, dieser Marathon auf einmal scheißegal ist und für sie nichts Schöneres in diesem Moment da ist, als mit dir zusammen diese Blümchen am Straßenrand sich anzusehen. Und genau das ist Flirtenverführung. Glaube ich zumindest. Wenn du wissen möchtest, wie du mit der Frau, die du jetzt schon kennst, oder die Frau, die du immer wieder gesehen hast, dazu bringst, wie du diese Story mit ihr schreiben kannst, dass ihr gemeinsam Magie erschaffen könnt, dann kannst du nicht die Tipps, die ich jetzt gerade alle dir gegeben habe, die du wahrscheinlich auch anwenden möchtest, die kannst du nicht 1:1 so direkt in deinem Leben anwenden, weil du wahrscheinlich einfach noch eine riesen Blockade hast, auf andere Menschen zuzugehen oder dich zu trauen, einen gewissen Impuls zu setzen, das Ganze auf die sexuelle Ebene anzuheben. Und das ist verständlich. Ja, ich habe jetzt so frei Schnauze reden können, weil wir dieses Format jetzt gerade auch ähnlich machen, wie wir es im Coaching machen, wo wir natürlich auch sehr frei Schnauze mit dir, mit den Teilnehmern im Coaching reden. Aber im Coaching haben wir auch noch einen ganz anderen Vorteil. Ja, wir sind da nämlich mit dir jeden Tag in Kontakt, über 3 Monate hinweg. Haben wir einfach diese Tuchfühlung. Wir wissen genau, wo du stehst an jedem Tag deiner Entwicklung. Wir wissen, wo deine Hindernisse sind, wo deine Blockaden sind, wo du in der Vergangenheit immer gescheitert bist. Wir geben dir den nötigen Arschtritt, wenn du mal nicht vorwärts kommst. Und du weißt ganz genau, diesen Arschtritt, den brauchst du. Ja? Und ohne diesen Arschtritt schaffen es viele einfach nicht. Deswegen ist Coaching so wichtig, dass es ein Langzeitformat ist. Genauso, deswegen haben wir gesagt, wie du eine Freundin in 60 Tagen bekommst, das können wir dir gerne erklären. Das machen wir in der Flirtübung Charisma-Analyse. Aber damit du dahin kommst, kannst du nicht erwarten, dass du von einem Tag auf den anderen sofort diese Freundin ansprichst und du dann sofort souverän und charmant alles hinbekommen wirst. Nein, das ist ein Prozess. Wir reden hier von ganz, ganz vielen Jahren an Programmierung, die du jetzt wieder umschiften darfst, ja, wo du eine neue Perspektive und eine neue Gewohnheit auf deine Kommunikation mit Frauen, mit dem anderen Geschlecht und sowieso mit anderen Menschen bekommst. Und das ist ein Prozess. Ja. Den Vorteil, den wir im Coaching haben, den haben wir hier natürlich nicht, weil wir hier nicht individuell mit dir reden können. Du kannst allerdings deine Fragen einsenden. Wenn du das machen möchtest, dann mach das an die hier unten in der Beschreibung oder hier vielleicht eingeblendet an die Nummer. Schick dort eine Sprachnachricht. Du musst da nicht deinen Namen nennen. Du schickst einfach eine Sprachnachricht, 30 bis 60 Sekunden.
maximal, mach so kurz wie möglich, wo du deine Situation erklärst. Geh dort einfach nur in die Situation, sodass wir analysieren können, ja, was genau bei dir passiert ist, also Eckdaten, wann ist das passiert, was hast du dabei gedacht und wieso hast du das gemacht und wieso hast du etwas nicht gemacht und was hat sie vielleicht gesagt oder gemacht. Dann werden wir das Ganze hier in der Show analysieren und dann bist du auch schon vielleicht im nächsten Video der Mann, den wir dir, den wir nach vorne bringen werden. Ja? Wenn du allerdings ganz individuell, persönlich sofort meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest und jetzt nicht mehr lange warten möchtest, sondern du willst jetzt sofort loslegen, dann komm in die kostenlose, habe ich erwähnt, dass es kostenlos ist? Kostet nichts. Flirttyp und Charisma-Analyse, wo wir genau deinen Flirttyp anschauen und dann genau herausfinden, wo deine Blockaden sind und wie du das jetzt in 60 Tagen hinbekommst. Der Link, den findest du hier. Bis dahin oder bis zur nächsten Woche.